Ah, hallo, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeppy und heute geht es um Storytelling, also Geschichten erzählen in Medien. Wie wird heutzutage in den ganzen Medien, die wir so haben, in den ganzen Unterhaltungsmedien, wie werden dort Geschichten erzählt? Die Idee zu dem Ganzen kam mir, als ich so ein paar alte Filme gesehen habe, wo ich mir zunehmend schwerer tue, mir die anzusehen, weil die teilweise einfach sehr hart geschnitten sind und ganz viel, was dort, also ganz viel wird einfach nicht erzählt. Man könnte jetzt sagen, es ist Subtext, aber es ist irgendwie so dem Zuschauer überlassen oder der Fantasie einfach überlassen, was man sich da dazwischen denkt. Also es fehlen einfach teilweise Übergänge und es ist so ein Anfang wie bei The Thing. Würde man heute vermutlich auch nicht mehr so machen. Also es ist die kaum eine Erklärung, wenn der jetzt von diesem Ding besessen ist, aber der geht da einfach rein, schießt einen ins Bein, die Leute liegen rechts und links, er geht da einfach durch, dreht in den Rücken zu. Es wirkt total weird. Also man würde diese Szene einfach nicht so drehen. Das gleiche ist bei Shining, das würdest du heutzutage auch nicht mehr so drehen. Und ah, da ist auch sehr viel, das einfach nicht gesagt wird. Das mag wirklich den Flair ausmachen, viele Leute wollen, das ist ja auch okay. Filme, wo das heute tatsächlich noch passiert, und das sind jetzt doch Klassiker, Herr der Ringe und Fluch der Karibik 1 bis 3. Also da wird das schon so gemacht, dass ganz viel dazwischen angeteasert wird und es ist wirklich am Zuschauer selbst sich da die Lücken zu erschließen. Wenn die nicht zu groß sind, kann man das durchaus machen, dass man immer wieder so kleine Sprünge macht. Bei Fluch der Karibik bin ich der Meinung, die meisten könnten die Handlung jetzt nicht im Detail nacherzählen, 1 bis 3. Ich musste mir die tatsächlich aufschreiben, als ich eine Zusammenfassung machte, weil gerade bei 2 und 3 haben die Protagonisten so viel. Also jeder einzelne so eigene Motivationen, die sich alle miteinander schneiden. Und das ist wirklich schwer, ist da den Überblick zu behalten. Also bei denen funktioniert, finde ich sehr spannend. Früher gibt es tatsächlich viele Filme, wo man heutzutage da sitzt und so das Gefühl hat, es wird etwas fehlen. Auch bei Shining, das Ende, das würde man nicht so machen. Also da läuft sie dann, also bis sie flieht mit dem Sohn, ist es ja noch okay, sie läuft in dieses Labyrinth rein. Sie war schon drinnen, sie kennt sich aus, Jack Nicholson nicht, aber sie läuft rein, wieder raus, er läuft rein und er friert einfach. Also irgendwann bleibt er liegen und erstarrt. Und das in relativ kurzer Zeit. Das ist jetzt von der Spannungskurve her, ja. Also würde man heutzutage anders machen, auch bei der Verfolgung zu zeigen, wie weit sind denn diese beiden Leute auseinander, ist der überhaupt in der Nähe? Das Gefühl hat man eigentlich nie. Und fand ich eigentlich noch nie das spannende Ende. Wie gesagt, man kann es mögen. Mich hat nur interessiert, wie werden heute hauptsächlich Geschichten erzählt? Denn selten ist es so wie bei Herr der Ringe und Fluch der Karibik, dass man sich so Zwischenteile immer erschließen muss. Oft wird man auch wirklich sehr genau auf alles hingewiesen. Aber jetzt generell mal zum Storytelling und da fange ich an mit Bildern. Bildern können natürlich sehr viel Aussagen haben, aber meistens eine eingeschränkte Geschichte. Es ist eine Momentaufnahme. Ich kann kaum eine Handlung irgendwie voranlaufen lassen. Der Künstler ist dort wirklich auf die Fantasie des Konsumenten angewiesen, auch wenn du, wenn du nur eine Natur darstellst, kann man natürlich trotzdem sehr viel rein interpretieren. Aber gerade bei Brügge oder so, Brügge meinte ich natürlich, mag ich sehr gerne. Also da wird einfach eine Aufnahme gemacht von Leuten, die gerade irgendetwas tun. Da gibt es ganz viel zu entdecken. Dennoch braucht man viel Fantasie, um dort irgendwie eine größere Geschichte zu finden. Titel kann helfen. Aber es ist eigentlich eine andere Form der Kunst, etwas zu benennen, anstatt etwas zu malen.
weißes Bild, wo drauf steht Schneegestöber, ist einmal eine tolle Idee, wenn ich dann ein rotes mache und drauf schreibe Blut und ein gelbes und ja, dann ist der Joke vorbei. Das ist beim ersten Mal lustig. Ansonsten, ja klar, kann ich mit so einem Titel sehr viel aussagen, aber eigentlich soll das Bild für sich sprechen. Musik bzw. Gedichte, ich fasse das mal zusammen. Er ist natürlich in der Länge begrenzt. Natürlich gibt es endlose Gedichte, aber das ist nicht das, was ich hier meine, sondern einfach ein Gedicht mit seinen Versen und auch eine Musik kann natürlich über anderthalb Stunden gehen. Aber prinzipiell das Klassische, was wir kennen, ist halt, sind ein paar Strophen quasi. Stimmung kann hier durch, bei Gedichten durch Reime erzeugt werden, wenn man sich Goethe anschaut. Einfach das Reimschema, Shakespeare anschaut, das Reimschema ändert sich und man weiß genau, okay, jetzt kommt was Spannendes, jetzt kommt eine ruhigere Szene. In der Musik funktioniert das natürlich mit der Melodie, mit den Instrumenten, Intensivität der Stimme und so weiter. Also so kann ich hier natürlich sehr viel Emotionen erzeugen. Das geht bei Gedichten und natürlich bei Musik sehr gut. Intensivierung am Höhepunkt mit dem Refrain, gerade bei Liedern werden die dann mitgegrölt in der Masse und haben dadurch natürlich eine sehr, sehr starke Kraft. Muss man immer fragen, wie weit die Geschichte das dann dorthin bringt, aber ich kann eine Geschichte in einer sehr begrenzten Art und Weise erzählen, dafür diese Höhepunkte dieser Geschichte oder dieser Grundaussage kann ich dann relativ gut intensivieren. Das Ganze ist natürlich der Sprache untergeordnet und auch mit den Reimen, also es ist in der Länge begrenzt und ich habe natürlich nicht alle Freiheiten, ich muss das Ganze in ein Reimschema bringen, ich muss das in den Kontext meistens bringen, es sollte sich auch irgendwie reimen. Bücher. Protagonisten tun, was der Autor will, also als Autor kann ich immer sagen, das und das passiert, der und der macht das, auch wenn der jetzt etwas gegen die Story macht, aber trotzdem habe ich hier alles im Griff. Ich kann wirklich alles bestimmen, so und so steht es da. Wenn ich zu zweideutig wäre, kann es sein, dass meine Leser abdriften, aber im Großen und Ganzen habe ich hier wirklich alles in der Hand. In Filmen können Schauspieler zum Beispiel etwas anderes tun, da kann ich auch nicht im Hintergrund wirklich, wenn da tausende von Leute sind, wirklich jeden Protagonisten zu 100% bestimmen, das funktioniert dort nicht. In einem Buch habe ich so die hundertprozentige oder beinahe die hundertprozentige Kontrolle. Es trifft auch alles zu dem Zeitpunkt ein, wo es der Autor dann eigentlich will. Ich kann allwissende Informationen vermitteln, wie jemand denkt, wie sich jemand fühlt. Es kann allwissenden Autor oder einen Erzähler geben, ich kann Hintergrundinformationen streuen. Ich kann Dinge machen, die ich in Filmen zum Beispiel nicht machen kann. Wie gesagt, Gedanken oder so ist ganz schwer darzustellen. Es kann jedoch nichts stattfinden, was ich nicht schreibe. Also man kann schon zwischen den Zeilen lesen, man kann schon andeuten, aber es ist schon wesentlich schwieriger in einem Buch irgendwas im Hintergrund ablaufen zu lassen oder was der Leser nicht so direkt mitkriegt. Das kann das schon gut verstecken, aber er hat es zumindest irgendwann gelesen. Beim Film kann es sein, dass er einfach nicht dorthin gesehen hat oder dass er einfach gewisse Zusammenhänge nicht so gecheckt hat. Das geht zumindest beim Buch schwieriger als bei anderen Medien. Andeutungen müssen eben da sehr subtil sein. Szenen können dafür nie vollständig beschrieben werden. Okay, abgesehen von Song of Ice and Fire, wenn die etwas essen, dann wird das natürlich zu 100% beschrieben, aber ansonsten kann ich als Autor nie ein Szenario zu 100% beschreiben. Das funktioniert nicht und bin dort wieder auf die Fantasie der Leser angewiesen, beziehungsweise kann ich die auch sehr gut schüren und dort mehr rausholen, als das jetzt ein Film wieder tun könnte. Die Vorstellungskraft des Lesers ist gefragt. Also ein Buch muss zum einen gelesen werden, und also das reicht theoretisch, man kann es einfach von A bis Z durchlesen, wenn man Teile nicht versteht, okay, liest man einfach drüber, heißt nicht, dass man den ganzen Kontext nicht versteht, aber in so ein Buch in seinem vollen Umfang zu bekommen, muss ich schon sehr viel Fantasie reinsetzen, damit ich mir wirklich die ganzen Szenarien vorstellen kann, wie jemand gerade spricht, wie der emotional das Ganze unterstreicht. Comics, da habe ich jetzt die visuelle Darstellung dazu, also wir haben noch nichts Audiomäßiges, das war bei der Musik.
Comics habe ich die visuelle Darstellung, da können jetzt Sachen im Hintergrund ablaufen. Also es ist eine Kombination aus Schrift, aus Wort und aus Bildern. Aber der Erzähler ist dann relativ eingeschränkt. Also das ist einfach weniger Text in Comics oder ja, also es wird weniger Text sein. Man ist oft dann auf kurze Erzählpassagen reduziert und das Ganze muss dann einfach mit den Bildern getragen werden. Filme und Serien ist für mich die passivste Form der Unterhaltung für einen Konsumenten. Also das ist einfach meist nur hinnehmen. Okay, ein Bild schaue ich mir auch nur an. Da muss ich aber mehr Fantasie meiner Meinung nach reinbringen. Ich kann mitdenken, ja, wenn es ein guter Film ist, wenn der Film das verlangt, aber oft ist es einfach so eine Berieselung. Es wird alles, wie gesagt, heute relativ gut und genau erklärt und man lasst einfach diese Spannungskurve mit hier Action, hier Erklärung oder hier ruhigere Passagen auf sich einprasseln und nimmt das passiv an. Es ist audiovisuell. Die Einschränkung ist natürlich schon der Erzähler. Natürlich kann ich einen Erzähler haben, aber es wäre schon seltsam, wenn mir ein Erzähler ständig erklärt, okay, der hat jetzt das und das Gefühl, der und der denkt sich dieses und jenes. Das müssen die Schauspieler rüberbringen, das müssen die Schauspieler suggerieren. Funktioniert natürlich zum Teil, funktioniert aber nicht immer. Also es gibt schon Probleme bei Buchumsetzungen zu einem Film. Wie stell ich jetzt eine Gedankenwelt zum Beispiel von einem Protagonisten dar? Vorgänge im Hintergrund und so können natürlich super angedeutet werden, wenn ihr an Fight Club denkt, wo Brad Pitt im Hintergrund schon mehrmals eingeblendet wird und später dann das Ganze mit dem Penis erklärt, wie ein Brandmarker im Kino, wie das Ganze funktioniert, wie man da Bilder einschneiden kann. Das wird am Anfang von diesem Film schon gemacht. Und beim fünften, sechsten Mal ansehen kommt man immer noch auf Details und nicht jeder sieht den gleichen Film. Leute fokussieren andere Personen, andere Details, andere Punkte einfach auf der Leinwand und so habe ich da das Ganze ein bisschen diffuse, ein bisschen differenzierter. Auf vieles wird nicht explizit hingewiesen, also Konsument erfährt das, wohin er sieht. Ja? Im Großen und Ganzen ist aber klar, meistens, wo der Fokus ist. Es bleibt natürlich viel Platz für Fantasie, das kommt jetzt oft im Film an, aber es gibt auch viele Filme oder gerade irgendwelche Reality-Soaps, wo einfach das gezeigt wird, was da passiert und daran amüsiert man sich oder daran ist man unterhalten und das war's. Und da gibt es jetzt nicht viel Hintergrund. Ganz auf der anderen Seite sehe ich hier Pen und Paper. Wer es nicht kennt, jemand stellt einfach eine Fantasy-Welt dar, das ist der Spielleiter oder Meister und die anderen spielen ihre Charaktere. Also zum Beispiel wäre das Mittelerde, toll, wenn wir alle ungefähr wissen, wo wir spielen. Das gibt es natürlich nicht nur im Fantasy-Setting. Und der Spielleiter stellt diese Welt dar, stellt alle NPCs dar, also alle Charaktere, die nicht die Helden, nicht die Spieler sind und spielt die dann. Und die Spieler können sich frei in dieser Welt quasi bewegen. Natürlich steckt da ein Abenteuer dahinter, also der Spielleiter muss schon schauen, muss schon zusehen, dass die Spieler ungefähr das machen, was vorgesehen ist. Aber wenn die Hobbits eben nicht nach Bree gehen, dann treffen sie hier eben Aragorn irgendwo anders auf der Reise. Also das Tolle bei Pen and Paper ist einfach, dass der Spielleiter individuell auf seine Gruppe und zwar spontan eingehen kann und Sachen eben verändern kann. Wenn wir dann noch ins LARP kommen, das war Live-Action-Roleplay-Game, da geht es dann tatsächlich um alles hin. Also da spiele ich damit, da geht es auch darum, wie gut kann ich ein Schwert schwingen, stehen auch Werte dahinter, aber da sind dann alle Sinne gefordert und ich muss einfach auf die Handlung wirklich einwirken. Also ich kann hier aktiv etwas verändern, kommt immer auf den Spielleiter drauf an, wie viel er das zulässt. Natürlich stecken da immer Abenteuer dahinter und es ist mehr Railroading, als man den Leuten suggeriert. Wenn man das aber gut macht und wenn man die Abenteuer freischreibt, kann man schon relativ gut ja, den Leuten diese Freiheiten geben.
Es ist nur zum Teil visuell, wenn man jetzt Pen and Paper spielt, also spielt man am Tisch, jeder hat so ein Charakterblatt mit Werten, der Würfel macht so das Zufallsgefühl. Bei einem LARP ist es natürlich mehr oder minder, ja, also das, was ich sehe, aber auch dort wird nicht schnell ein Dorf gebaut, dann muss man halt den Spielleiter sagen, ich gehe dort in die Pampa und schaue mich dort um und er sagt, okay, du findest dort Dorf XY. Ich finde, dort braucht man einfach das ist die meiste Fantasie vonnöten und man ist einfach am meisten gefragt, auch aktiv etwas zu tun. Zwischen diesem ganzen Konglomerat, wo ich jetzt bei Pen und Paper wirklich einen Menschen brauche, der mir sozusagen das Feedback gibt und alles andere kann ich passiv einfach nutzen. Bild ist da, das hat sie mir gezeichnet. Die Musik habe ich auf meiner CD oder habe ich auf meinem iPod, was auch immer. Viel mehr kann ich mir ansehen. Habe ich jetzt die Videospiele, die funktionieren natürlich auch autark. Es gibt noch die kompetitiven Spiele. Storytelling in Videospielen ist so gar keine Geschichte bis Visual Novels. Also da gibt es alles. Ja? Da gibt es Tetris, okay, ich stapel, obwohl Tetris irgendeine Story hat, ich stapel aber hier einfach Bauklötzchen nach Formen miteinander. Yippee-yay, da brauche ich jetzt keine großartige Story. Oder Super Mario ist einfach Hand-Augen-Koordination. Ja, er rettet immer so eine Prinzessin, aber ey, die lässt sich jedes Mal wieder entführen. Also, zahlt sich das wirklich aus, die zu retten? Bis hin zu wirklich interaktiven Filmen, bis zu Visual Novels, wo Leute dann zum Weinen anfangen, weil sie so bei in diesen Protagonisten hängen, weil sie einfach so in dieser Welt drinnen sind. Storytelling werden nicht gefunden. Ah ja, das Problem ist, dass halt das Problem von Spielen oder das erste Problem ist, dass teilweise einfach Storyteile nicht gefunden werden. Zum Beispiel bei Bioshock die Audiologs. Wenn du da nicht jedes Audiotape findest, dann ja, hast du einfach den Teil der Geschichte nicht. Ist schwer, einen Spieler dazu zu bekommen, dass er alle Teile der Story auch mitkriegt, vor allem wenn sie teilweise audiomäßig sind, teilweise zum Lesen, teilweise einfach durch Hintergründe oder die Geschichte dargestellt wird, dass man hier wirklich eine kontinuierliche Geschichte hat und man kann ja frei oft in Open Worlds, jeder will heute Open Worlds rumlaufen, dass der Spieler auch wirklich in einer sinnvollen Reihenfolge die Informationen bekommt, mit denen er auch was anfangen kann. Der Spieler kann hier wieder aktiv auf die Welt und auf die Protagonisten einwirken, allerdings habe ich hier die ludonarrative Dissonanz, das heißt, ja, ich habe es, also Lunar für Dissonanz war das letzte Mal, was ich hatte bei Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Man wird wirklich von allen Seiten beschossen und ich fand einfach diesen doofen Weg nicht, wo ich jetzt als nächstes hin muss und hätte eigentlich schon längst sterben müssen. Aber irgendwo deckt man sich, dann geht die Health Bar wieder quasi hoch, dann laufen wieder rum und ich fand das nicht und fand das nicht und das sollte total stressig sein. Hat mich aber aus dieser Geschichte und Stresssituation einfach rausgerissen, weil ich mich einfach verirrt habe. In einem Film würde das nicht passieren. Man überlegt sich, Legolas, Gimli und so laufen den Orks nach, verirren sich, Story vorbei. Nicht so toll. Das andere, was war, wo es mir ganz stark aufgefallen ist, war bei Geheimakte 3. Da gibt es eine Zwischensequenz, wo man nahe einer Klippe fährt, ein anderes Auto rammt einen, irgendwann fällt man über diese Klippe. Es ist super große Action, das Auto dreht sich um, man hängt verkehrt in den Gurten und dann muss man da rauskommen und in dem Moment wird alles ruhig und sobald man das erste anklickt, sagt Nina, glaube ich, heißt sie, ah, das ist ein Handschuhfach. Ah, das ist ein Lenkrad. Oh, das kann ich nehmen und zwar in ganz ruhigem Tonfall. Hätte ich das ganz gemacht, hätte ich das wie Red Dead Redemption 2 gemacht. Da haben sie zum Beispiel Gespräche so eingesprochen, dass sie, wenn die Protagonisten nah zusammen sind, reden die leise und wenn sie weit auseinander sind, dann schreien die miteinander. Die haben jedes Gespräch tatsächlich doppelt eingespielt. Also hier wären zumindest die erste Minute, dass sie ein bisschen gehetzter und so spricht und dann ruhiger wird, wäre super für die ludonarrative Dissonanz gewesen. War leider nicht, reißt einen vollkommen raus, wenn ich nach der ärgsten Action-Szene dann in einem Auto total rational überlege. Nicht alle Aktionen von Millionen von Spielern können natürlich von den Leuten, die das programmieren, einberechnet werden. Also wäre nicht möglich, so ein Spiel zu programmieren. Deswegen läuft man immer wieder mal gegen unsichtbare Wände. Jetzt
in allen Formen als Metapher gesehen. Die Dialogoptionen sind natürlich stark eingeschränkt. Das ist natürlich was anderes beim Pen und Paper. Da kann der Spielleiter wirklich auf, also du kannst frei sprechen, das kannst du in so einem Spiel, in einem Videospiel natürlich nicht. Spieler kann eben nur eingeschränkt hier interagieren und es kommt dann immer auf die KI drauf an, was die auch noch damit machen kann. Dennoch funktioniert das natürlich immer. Also zum Pen und Paper brauchst du einfach 4, 5 Leute, die alle gleichzeitig Zeit haben und dann noch so lange, wie du Lust hast. Das Spiel kannst du jederzeit anwerfen. Warum das Ganze wichtig ist, ich finde, wenn man das mal so hinterfragt, wie versuchen eigentlich die einzelnen Medien ihre Geschichten zu erzählen, fällt einem vielleicht auf, wo es nicht so gut ist, wo man die Sachen besser machen könnte, oder man weiß auch wieder Dinge zu wertschätzen, die vielleicht schon aus der Mode sind, denn ich habe das Gefühl, dass es so etwas wie zum Beispiel Avengers oder solche Filme, gerade diese AAA-Blockbuster-Filme, schon so viel auf diese Spannungskurve setzen, dass du die absolute CGI High Quality Action hast, wo dann 18 Superhelden und Schurken gegeneinander kämpfen, damit dir ja nicht langweilig wird und dir jedes Detail erklärt wird, dass das irgendwann sehr übersättigend sein kann. Und dann ist man wieder relativ froh, wenn es mal wieder ein bisschen gebased ist oder wenn jemand einfach mit der Story etwas Tolles macht. Und wie wichtig die Story ist, sieht man zum Beispiel auch, ist jetzt ein Nischengenre, aber wer Ong Pak gesehen hat, das ist so ein Muay Thai-Kämpfer, Tony Cha, glaube ich, heißt der. Und der hat super Kampfszenen, da gibt es dann noch 3, 4 andere Filme mit ihm. Und was er gemacht hat, war diese einfach coole Kampfszenen auch auf YouTube zusammenzuschneiden. Interessiert keine Sau, interessiert niemand, ist nicht spannend. Ohne eine Story ist schon mal nett, sich das anzusehen, ja, aber es hat bei weitem nicht so eine Wirkung, als wenn das in eine gute Story eingebettet ist. Das sind noch nicht mal gute Stories. Aber jede coole Sequenz ist einfach um so viel cooler, wenn es eine gut erzählte Story drumherum gibt. Eine Ohrfeige kann katastrophal sein, wenn wirklich die Story darum warst, wenn du mit diesem Protagonisten mitleidest, wenn es da einen Hintergrund gibt. Auf der anderen Seite können tausende Leute erschossen werden. Es ist vollkommen egal, wenn die Story das Ganze nicht verlangt oder dir irgendwie nahe bringt. Deswegen finde ich das super wichtig, wie Storys erzählt werden und auch die Frage, ob man da nicht teilweise ein bisschen ermüdet. Bei Musik wäre es für mich zum Beispiel Within Temptation. Wer das mag, ist eine super Sache. Ich mag das, wenn Frauen so krass singen können, aber ich war auf einem Konzert und also es war ein Festival und das ist schon so hart, was die mit Synthes und Gitarren und ihre Stimme reinhauen, dass du, also wir waren 3 Lieder wirklich geflasht und danach haben wir echt überlegt, zur anderen Stage zu gehen, weil das einfach zu viel war. Also auch bei Musik brauchst du ruhige Passagen, wenn du, das ist auch ein Problem, was glaube ich viele Leute bei Opern haben, dass die einfach immer auf so einem hohen Level singen, dass dir ein bisschen so die Ruhemomente fehlen. Also gutes Storytelling ist sicher total schwierig und da muss man sich noch dem Medium anpassen. Wo werden noch Geschichten erzählt? Hey, schreibt es mir in die Kommentare, was habe ich vergessen? Es gibt sicher noch viele andere Sachen, auch in Brettspielen und so werden Geschichten erzählt, aber jetzt nicht hauptsächlich. Dennoch, sagt mir eure Meinung, würde mich sehr interessieren. Lieber Sturm, trotz ansonsten Segel immer straff halten und auf zum Horizont!